Hallo und herzlich willkommen auf dem Ergotopia YouTube-Kanal. In diesem Video wartet ein Bauch- und Rücken-Workout für Anfänger auf dich. Es geht also um eine starke Körpermitte. Die Übungen finden alle auf der Matte statt und sind wirklich super geeignet für absolute Anfänger. Für eine der Übungen kann ein Handtuch oder ein Kissen gut geeignet sein. Hol dir das gerne noch schnell und dann kann es auch schon losgehen. Los geht's. Übung Nummer 1, Stütz und Tap. Wir starten im Vierfüßlerstand. Du kannst die Knie etwas weiter hinten positionieren, um es schwerer zu machen. Und dann geht im Wechsel die Hand diagonal zur Schulter. Mach dich bereit. Los geht's. Versuche bei der Ausführung dein Gewicht vorne auf deinen Händen zu halten, also mit deinen Armen dein Gewicht zu tragen. Du kannst natürlich auch beide Beine strecken, so wird es nochmal schwerer. Probier dich hier aus und entscheide dich für die Variante, die du gut ausführen kannst mit ausreichend Stabilität in deiner Körpermitte. Zieh hier nochmal bewusst den Bauchnabel rein, um hier nicht durchzuhängen in der Körpermitte. 10 Sekunden noch. Sehr gut. Weiter geht's in Bauchlage, Rückenstrecker. Streck die Arme nach vorne aus. Heb den Oberkörper an, heb die Beine an, zieh die Ellenbogen ran zum Körper. Spannung in den ganzen Rücken. Mach dich bereit, auch hier wieder 45 Sekunden. Wir trainieren die gesamte Körperrückseite, aber auch zwischen den Schulterblättern die Muskeln. Wenn du die Schulterblätter wirklich weit ranziehst, die Ellenbogen ran zum Körper. Auch den Oberschenkel wollen wir von der Matte lösen. Bringe Spannung in dein Gesäß und auch in den unteren Rücken. 20 Sekunden noch. Die Bewegung wird vielleicht jetzt etwas größer. Noch mehr in die Rückbeuge, noch mehr Spannung in die gesamte Körperrückseite. Der Rückenstrecker ist geschafft. Es geht weiter mit dem Seitstütz. Und zwar, der Unterarm ist auf der Matte, das untere Knie liegt auch auf der Matte ab. Wir halten hier einfach in der einfachen Variante. Mach dich bereit. Los geht's. Vielleicht hast du schon gesehen, als zweite Variante kannst du hier gerne dein oberes Bein anheben. So trainierst du noch mehr die Gesäßmuskulatur mit und hast es noch schwerer, hier die Spannung, die Balance zu halten. Gerne, wie bei mir, dynamisch im Wechsel kurz den Fuß auf der Matte abtippen und wieder anheben. Dabei ist dein Brustbein und der gesamte Oberkörper immer nach vorne ausgestreckt. Halte hier die Länge und natürlich die Spannung. Wir schieben uns von der Matte weg. 10 Sekunden noch. Super, wir lösen und wechseln die Seite. Einmal Seitstütz auf links. Komm in Ruhe in deine Position. Der Unterarm abgelegt, das untere Bein angewinkelt. Schieb dich hier erstmal weg. Halte die Spannung und probiere dann mal aus. Möchtest du vielleicht dein oberes Bein anheben, vielleicht oben halten oder eben dynamisch, so wie ich es hier mache, im Wechsel anheben und kurz auf der Matte tippen. Wichtig ist hier wirklich, sich wegzuschieben vom Boden. Versuche die Spannung in deiner Taille, in deiner ganzen Körpermitte zu spüren. Gleichzeitig die Länge zu behalten, Brustbein heben, Blick geradeaus nach vorne. Sehr gut, wir haben noch 10 Sekunden. Und gepackt. Weiter geht's in Rückenlage für eine Klappmesserübung, bei der es um die Körpermitte, aber auch um den unteren Rücken geht. Zieh den Bauchnabel rein und drück den Hohlraum in der Lendenwirbelsäule zu. Der bleibt zugedrückt, Beine im Wechsel nach vorne, 45 Sekunden.
Je weiter du die Bewegung nach vorne machst mit dem Fuß, je weiter der also nach vorne weggeht, desto schwieriger wird es, die Spannung in der Mitte zu halten. Dort sollte auch der Fokus während der gesamten Übungsausführung liegen. Also wirklich Bauchnabel rein, kein Hohlraum im unteren Rücken. Der gesamte Rücken ist feste auf der Matte. Sehr gut. Wir haben hier noch 10 Sekunden. Sehr gut, es gibt eine kleine Pause. Gleich geht's weiter mit den nächsten 5 Übungen. Kennst du schon die neue Ergotopia-App? Ganz einfach im App oder Play Store herunterladen und öffnen. Hier wartet ganz viel Content zum Thema Ergonomie am Arbeitsplatz auf dich. Infos rund um unsere Produkte und auch individuelle Kurse, an denen du teilnehmen kannst. Schau einfach mal vorbei, probier's aus und sei zusammen mit uns ein bisschen mehr happy, healthy and productive. Für die nächste Übung kannst du dir ein Handtuch dazu nehmen. Wir starten nämlich im Kniestand, die Füße hinten aufgestellt. Lehn dich leicht nach hinten, erhalte Spannung im Gesäß in der Mitte und zieh dich mit der Kraft aus der Körpermitte wieder gerade nach oben. 45 Sekunden. Mach die Übung vorsichtig, halte wirklich überall die Spannung und geh nur so weit nach hinten, wie du dich auch wirklich wieder kraftvoll nach oben ziehen kannst. Solltest du Schmerzen in den Knien haben, leg dir hier wirklich dein Handtuch drunter. Du kannst auch mal ausprobieren, einen Moment länger hinten halten, gezielt die Po-Backen zusammenpetzen, die ganze Körpermitte angespannt, der Rücken bleibt dabei trotzdem lang. Und auch hier noch 10 Sekunden. Super, weiter geht es mit dem Boot. Wir sind im Sitz, die Füße vorne aufgestellt, die Arme kannst du nach vorne strecken und im Wechsel rechts und links den Fuß von der Matte lösen. Die Spannung bleibt in der Mitte und auch hier 45 Sekunden, los geht's. Versuch mal, dich etwas weiter aus der Hüfte nach hinten zu lehnen, also den Oberkörper etwas weiter zurück. Halte dabei aber die Spannung vorne bis in die Fingerspitzen. Vielleicht spürst du auch die Muskeln im Hüftbeuger, Oberschenkelvorderseite und eben in deiner Bauchmuskulatur. Du kannst natürlich auch die Hände auf der Seite abstellen, so wie es dir passt. Wir haben noch 10 Sekunden. Super, noch eine Übung für die Körpermitte und zwar der Bärenstand. Ausgangsposition im Vierfüßlerstand. Hände unter den Schultern, Knie unter den Hüften, schieb den Boden weg, löst die Knie knapp über die Matte und leg sie sanft wieder ab. Los geht's. Fokus bei dieser Übung wirklich auf das Wegschieben. Der obere Rücken darf hier ruhig rund werden und zieh den Bauchnabel dabei rein. Wenn du die Knie auf der Matte ablegst, kannst du hier nochmal in die Gegenbewegung die Wirbelsäule kurz langziehen, aber dann wieder wirklich kraftvoll wegdrücken vom Boden. Spüre die Spannung im Bauch, zieh den Bauchnabel rein und schieb den Boden von dir weg. Das Gewicht bleibt dabei vorne auf den Händen, 10 Sekunden noch. Und weiter geht's in Bauchlage. Wir paddeln. Nimm die Arme lang nach vorne neben die Ohren. Diagonal heben wir das rechte Bein, den linken Arm von der Matte ab. Langsam oder schnell, ganz egal. Und auch hier 45 Sekunden. Wenn du die Bewegung langsam ausführst, versuche sie möglichst groß auszuführen. Also wir wollen den Oberschenkel wegbekommen von der Matte und auch den Arm weit nach oben von der Matte lösen.
Halte durch, das ist unsere vorletzte Übung und hier auch nur noch 10 Sekunden. Und weiter geht es mit Russian Twists. Wie vorhin im Boot, die Ausgangsposition also im Sitz, aber Rotation nach rechts und links. Du kannst die Füße rück komplett auf der Matte liegen lassen. Es geht um die Drehbewegung, 45 Sekunden. Mach die Bewegung auch hier wieder gerne langsam und fokussiere dich auf den Bewegungsradius, also darauf, wie weit du in die Drehung gehst. Wir wollen das Brustbein weit zur Seite drehen. Du kannst natürlich auch die Füße von der Matte lösen und das Ganze mal in der Bootposition ausprobieren. Oder dich eben etwas weiter nach hinten lehnen mit dem Oberkörper. Auch so bringst du noch mehr Spannung in die Körpermitte. 10 Sekunden. Sehr gut. Du hast es schon geschafft. Vielen Dank. Wie hat dir unser Bauch- und Rücken-Workout für Anfänger gefallen? Ich hoffe gut, wenn ja, zeig uns das mit einem Like und gib uns gerne auch noch Feedback unten in den Kommentaren. Wenn du noch nicht genug von uns hast, dann klicke hier für weitere Workouts. Ansonsten freue ich mich auf dich beim nächsten Mal. Bis bald!